Jo Leute, grüßt euch, Kondorado wieder hier und wir sind hier immer noch im Steam Next Fest und ich wollte ja die Top 6 Shooter-Spiele durchzocken, die es momentan eben als Demos, Betas, was auch immer gibt und demnächst rauskommen werden. Es sind jetzt mittlerweile 5, denn ich habe, nachdem ich im ersten Video das hier gespielt habe, Selako, habe ich vor kurzem Trepang, whatever, durchgespielt. Allerdings war Shadowplay der Meinung, dass Shadowplay den zweiten Monitor aufnehmen will, wo nichts läuft. Und von daher kann ich das jetzt natürlich nicht hochladen. Ich fasse aber nochmal kurz zusammen. Es ist relativ cool. Man hat zwei Fähigkeiten. Man kann die Zeit anhalten, man kann sich unsichtbar machen. Und wenn man mit richtig vielen Leuten am Kämpfen ist, macht es richtig Bock. Das ist aber eben nur so als Endboss mehr oder weniger der Fall. Sonst zieht sich es immer so ein bisschen... Ist nicht immer ganz so lustig, ist auch, obwohl ich auf Hard gespielt habe, relativ easy gewesen. Also ich würde mal sagen, das ist so ein lustiges Spiel für zwischendurch. Wenn es irgendwie 10 Euro kosten sollte, würde ich es mir überlegen. Aber sonst wird es wahrscheinlich eher nichts für mich sein. Und deshalb machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Titel. Und zwar, das ist Wipeout. Guck mal, wie das so ist. Sieht ein bisschen wie Doom aus. Obwohl fast mit besserer Grafik. Ja, mal gespannt. Gucken wir uns gleich an. Bis dann. So, da wären wir. Das ist das Menü Pre-Alpha. Okay, das ist noch ein relativ früher Zustand also. Als allererstes kurz Einstellungen, Leute. Dauert nur ein bisschen. Glaubt's mir einfach. Motion Blur will ich immer aushaben. Blumen. Ach, lassen wir einfach mal an. Und Audio muss runter, wie immer. Und meine Empfindlichkeit höchstwahrscheinlich auch. Da ich mit der ziemlich hohen DPI spiele. Gut, mal gespannt. Solo, Host Game. Ah, okay, es gibt also auch online. Tutorial mache ich nicht. Ich mache jetzt einfach Solo Play. Gucken wir mal, was uns so erwartet. Und selbst das ist mir viel zu hoch als Empfindlichkeit. Allerdings will ich mal gucken, ob man Field of View ändern konnte. Gibt's nicht. Schade. Ah, das ist echt schade. Nur das Field of View finde ich ein bisschen heftig. Wundert mich so ein bisschen. Aber gut, ist wie gesagt Pre-Alpha. Mein Gott, es fühlt sich so an, als wäre ich 200 Kilo schwer. So, ducken und springen. Kenne ich. Habe ich auch mal in anderen Spielen gemacht. So, kann ich mich jetzt hier für irgendwas entscheiden? Mehr Health, please. Und jetzt? Hold. Mach ich. Will nicht. Gut, dann will ich auch nicht. Oh, ich merke gerade, meine Waffe bewegt sich. Meine Waffe hat einen Kopf. Alter, meine Waffe hat einen Kopf. Wieso hat meine Waffe einen Kopf? Ich will diese Waffe nicht mehr halten. Also. Zielen, schießen. Wow. Das ist eine geile Waffe. Alles klar, Tür aufmachen wahrscheinlich. Und Gegner töten. Wow, 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 Leute, sorry. Ja, ich werde zwar angegriffen, aber es ist halb so wild. Hätte auch keinen Bock mehr. Was ist denn da bitte gerade passiert? Aber man kann die streicheln. Da stand irgendwas mit Pet, oder? Dass ich die streicheln kann, oder nicht? Ich glaube, ich habe keine Leben mehr. Der gelbe Balken ist auf Null, oder? Okay, und jetzt... Pet-Scanning, ach so. Das ging nicht um Streichen, sondern einfach nur um Tiere zu finden. Ha, ich hatte wieder Leben. Okay. Gut. Das ist ein bisschen alles seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, Pre-Alpha, aber...
Tot. Das war aber ein sehr unspektakuläres Leben, das ich geführt habe. So, und jetzt? Shoot or interact with the Switch. Wo ist denn der Switch? Alter, ist das hier alles richtig? Sollte es so sein? Ich kann nicht mal die Mission abbrechen. Tja, Leute, das ist ein tolles Spiel. Ich bin davon überzeugt. ja, ich finde das alles gerade ein bisschen sehr seltsam. Ach, F. F ist auch was. Nee. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich hätte einfach nicht sterben dürfen. Und da ich gestorben bin, backt hier alles aus. Komm, versuchen wir nochmal. Hold F to scan targets, release F to release patch on select. Ah, okay. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Also meine Waffe kann die angreifen und dafür muss ich die scannen und dann F wieder loslassen. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt gleich passiert. So, Taschenlampe ist T. Ja, das fühlt sich doch schon alles ein bisschen normaler an. Ich finde, ich sollte definitiv Spieltester werden, denn wenn es irgendwelche Bugs im Spiel gibt, finde ich die mit hundertprozentiger Sicherheit. Hat er den attackiert? Wieso macht der nichts? irgendwie läuft das Spiel nicht so, wie es, glaube ich, laufen soll. Ja, das ist eine sehr große Herausforderung bis jetzt, das Game. wie geil sieht das denn aus? So, Muni. Habe ich noch zwei Magazine oder eins? Wieso habe ich jetzt was auf der linken Schulter? Bitte was? Oh. Aha, okay. Oh, noch einer. Kommen die alle her? Oh, der attackiert mich sogar. So, mein letztes Magazin. Ups. Ach so, und dieses Symbol da rechts zeigt mir immer, wann ich mit meinem Tier angreifen kann. So, was haben wir hier? Waffen? Oh, okay. Es geht irgendwo hin. Ja, aber ich muss sagen, so allein schon sein FPS, also sein Field of View nicht einstellen zu können. Und dann noch die ganzen Grafik-Settings sind eigentlich ausgemaxt. Das sieht jetzt nicht so hammermäßig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn nicht, dass es schlecht aussieht. Aber ich würde echt fast behaupten, dass Doom, sogar der erste Doom-Teil, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, besser aussieht.
Aber na gut, man muss die ja nicht alle miteinander vergleichen. So, also, was haben wir hier? Können wir unser Loadout ein bisschen ändern oder so? Ich glaube, wir können uns das nur angucken. Denn ich kann weder E drücken, noch irgendwie irgendwo drauf schießen, um was zu ändern. Gucken, was es hier noch gibt. Ah, hier geht's hoch. Das habe ich übersehen. Gibt's auch in dem Spiel einen Spielautomaten. Genau wie im letzten. Beziehungsweise im vorletzten. Denn Zelako hatte ja auch so Minigames. Das ist ja nice. Sehr hübsch. Man kann ja doch wieder das Ding aktivieren. Ich wollte sagen, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist nichts, was mich persönlich großartig interessiert. Gucken aber jetzt trotzdem mal kurz, wie das Level hier aussieht. Und vielleicht wird es ja doch ein bisschen interessanter. Aber dass ich mein Field of View nicht ändern kann. Ich habe das Gefühl, als würde ich auf PlayStation 3 zocken oder so fast. Moin Leute, da bin ich wieder. So, holen wir uns jetzt mal mehr Stamina. Oh, jetzt haben wir wenigstens ein Ziel angezeigt. Ey, das Rennen fühlt sich so arschlangsam an. Das ist unfassbar. So, okay, da ist eine Box. Mal gucken, ob auch irgendwo Gegner sind. Hallo? Kriege ich auch irgendwas? Da steht einfach nur, dass ich die Crates collected habe. Die geben mir nichts. Naja, vielleicht ist es auch nur in der Demo so. Oh. Hört sich so an, als wenn hier Gegner. Oh. Wo kommt der denn her? Also die Gegner sind teilweise echt ein bisschen planlos. Das fühlt sich halt echt so langsam an, ohne ein höheres Field of View einstellen zu können. Achso, ich muss immer E drücken. Ich meine, ich will dem Spiel ja eine faire Chance geben, aber ich bin echt an einem Punkt, wo ich einfach keine Lust mehr habe. Bin ich ganz ehrlich. Ist er definitiv einfach nicht so wirklich mein Geschmack. Da kommt noch einer. Das ist so süß irgendwie. Okay, die verschwinden einfach. Komm, dann gehen wir jetzt noch da oben hin. Und danach mache ich definitiv Schluss. Oh, es gibt auch eine Axt. Oh, das Ding tötet mich sofort. Ist uncool. Mission failed. Ja, ich fange sogar ganz am Anfang an. Ne, Leute, ich würde sagen, nutze ich einfach die Zeit. Steige ins nächste Spiel ein und sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir in dem
Spiel namens Agent Spice, was keine Option hat, muss ich manuell mein Audio erstmal ein bisschen runterdrehen. Also das Spiel ist anscheinend so, glaube ich, ein bisschen ein Remake von dem N64-Klassiker GoldenEye. Was ich damals sogar, glaube ich, gespielt hatte, vor langer, langer Zeit. Allerdings hatte ich das Spiel nicht selber gehabt, immer nur bei Freunden gezockt. So, Empfindlichkeit, ja, ich setze einfach mal um eins runter. Das auch, wenn ich es hinkriege. Nein. 0.1, gibt's nicht. So, geschafft. Controller Mode. Display Settings noch kurz abchecken. Exclusive, bitte. FPS Limit 165. Und auf geht's. Aber es ist auch wieder sehr cooler Grafikstyle. So, also, was haben wir denn hier für Optionen? Ah, ich glaube, das ist einfach das Schwierigkeitslevel, weil man mehr Sachen machen muss. Machen wir mal das mittlere. Damit das Video nicht allzu lang wird. Die Grafik ist schon ziemlich retro. Ich frage mich halt, inwiefern das so simuliert ist oder wirklich auf einer alten Engine noch läuft und so. Also so krass, kein Fadenkreuz zu haben. So, also Empfindlichkeit muss hoch. Zielen gibt's nicht. Ey, aber ganz im Ernst, ich finde sowas einfach saugeil. So, das ist so viel simpler, aber dennoch einfach nice gemacht. So im Vergleich zum letzten Spiel. Das hat irgendwie, finde ich, mehr Persönlichkeit. Mein Eindruck. So. Jetzt habe ich eine Waffe aufgehoben. Allein zum Beispiel die Tatsache, kein Fadenkreuz zu haben. Das macht halt schon, sorgt schon dafür, dass ein Spiel sich komplett anders anfühlt. Weil es halt irgendwie was Besonderes hat. Und mehr FPS zu haben ist immer nice. Das kommt dazu. So, ich will jetzt mal gucken, dass ich die andere Waffe vielleicht benutzen kann. Sehr cool. Ich hoffe mal, das ist eine automatische. Also bis jetzt erinnert es stark an das erste Video, was ich hochgeladen habe. Das... Moment. Press Mouse 2 to target and shoot the padlock. Ah, okay. Sehr lustig. Als würde ich irgendwie so... Wie heißen diese Pistolen? Diese Laserpistolen. Als würde ich mit so einer Laserpistole auf PC spielen. Sau weird fühlt sich das an. Naja, ich glaube, so zu schießen ist wirklich the way to go. Da oben ist eine Sache, die explodiert wahrscheinlich gleich. Explodierte Mülltonnen, wer kennt sie nicht? So, ich muss aufpassen, ich habe nicht mehr allzu viel Muni. Aber ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn man auch hier Field of View ändern könnte. So zu zielen ist der Hammer, Alter. Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Man bleibt halt irgendwie stehen und es hat so voll die Verzögerung irgendwie. Ist komisch. Ich würde auch sagen, ich kann es ein bisschen lauter machen. Schießt es mal kaputt, vielleicht sind da irgendwie versteckte Sachen dahinter. Leider nicht.
Oh, der hat ein Maschinengewehr. Oh, ich habe keine Muni mehr in meiner Pistole. Das ist wahrscheinlich auch gut so, damit ich die hier ein bisschen benutze. Das hat sich so angehört, als hätten die mit einem Gewehr auf mich geschossen. Ich sehe aber keins. So, Pistole hat keine Muni mehr. Ne, ich glaube, ich habe nicht mehr als das an Waffen. Ich meine, ich muss sagen, mir gefällt es zwar, aber es ist halt auch ein bisschen sehr simpel, wenn es um unterschiedliche Mechaniken geht, weil man schießt halt nur. Bis jetzt muss man nichts an kleinen Rätseln machen oder so, oder Gänge finden. Press Q to switch items and launch the decoder. Interesting. Ich kann mich nämlich auch jetzt nicht mehr so wirklich an den originalen Teil erinnern, was es da so für Sachen zu machen gab. So ducken gibt's nicht. Oder ich finde die Taste einfach nicht. So, hier in die Toilette rein. Was machen die, Alter? Okay, der hat mich gefunden. Oh, der ist nicht tot. Der ist nicht tot gewesen. Shit. Das war knapp. Ich glaube, hier spukt's, Leute. Ach krass, hier sind die wirklich noch versteckt. Ja, die Frage ist halt auch, inwiefern das eigentliche Spiel dann so sein wird. Oder ob es dann eben auch wirklich so ein bisschen verstecktes zu suchen gibt und so. Aber das Schießen an für sich macht richtig Bock. Also ich könnte mir echt so auch einen Multiplayer vorstellen. Ja, ich muss mal gucken, dass ich irgendwie an Leben komme. Alter, wie der mich zurücknockt. So, her mit der Muni. Da oben war noch einer. Oder? Ja. Ne, er ist zu weit weg. So, jetzt habe ich echt kein Leben mehr. Und Muni könnte ich auch gebrauchen. Also Leute, ich glaube, ich werde das jetzt nicht durchspielen. Kommt drauf an, wo ich spawne. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Anfang, ja genau. Das ist halt schön oldschool-mäßig, also da muss man alles am Stück packen. Ich glaube, das schaffe ich, aber ich denke mal, für das Video wird es jetzt zu lang. Und ich weiß halt auch nicht, wie ich irgendwie an Leben komme. Irgendwie muss man, glaube ich, sich Leben geben können, sonst wäre das einfach zu krass, glaube ich. Oder man muss halt super vorsichtig spielen, dass man so gut wie nie getroffen wird. Und ja, das haben halt so Spiele auch geiles an sich, dass man halt super vorsichtig teilweise immer wieder dasselbe und dasselbe durchspielen muss, bis man es irgendwann hinkriegt. Aber ich würde sagen, für so ein Let's Play ist es dann vielleicht doch ein bisschen zu lange. Und vielleicht nicht wirklich geeignet für. Aber ich versuche es jetzt hier noch einmal, mal gucken, wie weit ich komme. Versuche es auch ein bisschen schneller zu machen. Ah, ich habe die falsche Waffe die ganze Zeit. Tach. Springen gibt's auch nicht, krass. Weder springen noch ducken.
Ich glaube, hier muss ich hin, ja. Ja, keine Leben zu haben ist echt brutal. Vor allem, ich will mich halt oft auch einfach in Deckung bringen durchs Ducken. Das geht halt nicht. Da, wovon das Leben? Nee. Irgendwie sah das wie Leben aus. Würde mich interessieren, wie viel Leben ich noch hab. Denn ich glaube, man kriegt die nur angezeigt, wenn man stirbt. Oh mein Gott. Keine Muni mehr. Ja, also man muss auch darauf achten, immer über die Gegner zu laufen, um wieder Muni zu kriegen. Oh, da drüben war einer. Holy shit, sind das viele. Wie soll man das denn bitte alles schaffen, ohne zu sterben? Heftig. Wenn ich einmal Leben zu kriegen. Das bin nicht ich gewesen, Junge. Ah, die kämpfen gegeneinander. Alter, wieso schieße ich dann auf die? Lass mich mal schön gegenseitig töten. Ich habe wieder kein Leben, Leute. Das wird nix. Also das finde ich schon krass, dass man nirgendwo Leben kriegt. Ja, schießt euch tot, nix dagegen. Ich gehe jetzt mal hier noch kurz in die ganzen kleinen Zimmer rein, in der Hoffnung, vielleicht ja doch Leben zu finden. Und das macht es auch teilweise einfacher, wenn die durch die Türen laufen. Weil dann kann ich die so ein bisschen isolieren. Oh nein, 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 ich muss nachladen. Also das Level-Design und so ist auch eigentlich ziemlich nice. Man hat relativ viele Routen, die man einnehmen kann. Kannst du mir Leben geben, bitte? Dude, bitte. Ich brauch Leben. Du siehst aus wie ein Mediziner. Ich laufe dem hinterher. Der führt mich jetzt zu den Leben. Wo geht's hin? Das ist die Frage. Ich kann mich auch nicht erinnern, wirklich, was meine Ziele waren. Nee, das hat nichts gebracht. Free civilian hostages, access ground floor escape tower. Ah, es gibt ein Briefing. Es gibt ein Gear. Ah, okay, interessant. Nee, also gefällt mir das Spiel. Ist halt nur ein bisschen schwierig. So, zweiter Civilian, den ich befreit habe. Wo ist der Rest? Hey, ich habe was geschafft. Ich muss eine Ground Floor Tür öffnen. Oder wird der die öffnen? Wieso ist er so langsam, Alter? Wieso grinst er so hässlich? Also wenn ich das richtig verstanden habe, macht jetzt mir unten eine Tür auf, die zu war. Die hier wahrscheinlich. Und muss ich den jetzt beschützen oder? War das der einzige Gegner hier noch übrig? Ja man, let's go. Let's go. Guck, ob der mir folgt.
Ah ja, springen gibt's ja nicht. So. Objective Nummer 3 bestanden. Jetzt muss ich nur noch entkommen. Oh Leute, vielleicht schaffe ich es ja doch. Ich habe echt so gut wie keine Leben mehr, aber man darf träumen. Oh mein Gott. Wie ich immer nicht mehr, also das Ding ist, wenn die mich treffen, kann ich nicht mehr schießen. Und ich habe jetzt keine Muni mehr. Das wird eng. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin zwar optimistisch, aber ich bin auch ehrlich. Gucken wir mal, was gleich passiert. Ist es das Ende? Hab ich's geschafft? Oh mein Gott, Leute, ich hab's geschafft. Wenn ich nicht der beste James Bond bin, dann weiß ich auch nicht. So, das hat Spaß gemacht. Ist halt doch relativ simpel. Also es macht schon irgendwie Spaß, aber man muss halt auch irgendwie so Spiele gern spielen wollen. Aber ich persönlich mag sowas. Bin aber mal gespannt, was die restlichen Levels und das restliche Spiel dann so bietet. Mach an der Stelle Schluss, Leute. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ihr die Spiele gespielt habt in der Demo und wie ihr die so fandet. Und ansonsten sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann. Tschüss.